Willkommen zu dieser Mindmap. Es geht um den Begriff interkulturelles Coaching. Und dazu muss man natürlich erstmal wissen, was ist Coaching. Also klären wir den Begriff. Und das habe ich in einer anderen Mindmap sehr ausführlich getan. Also der Begriff Coaching bedeutet ursprünglich, abgeleitet vom Begriff Coach, Kutsche, jemanden woanders hinbringen, jemanden zu seinem Ziel bringen. Coaching bedeutet also, jemanden zum Ziel bringen, wenn wir es mal einfach vom Wort herleiten. Coaching ist eine Art psychologische Betreuung, keine Psychotherapie. Coaching ist etwas, das die Selbstwahrnehmung trainiert und Hilfe zur Selbsthilfe bietet. Coaching ist also Hilfe zur Selbsthilfe mit einem Coach, mit Hilfe eines Coaches, der eher ein Spiegel ist, der eher Fragen stellt, als dass er berät oder Ratschläge gibt. Wie gesagt, im Detail habe ich das in einer anderen Mindmap erklärt, denn hier soll es gehen um interkulturelles Coaching. Und da fangen wir mal an, indem wir das Problem festhalten. Das Problem. Was ist das Problem? Das Problem ist, andere Kultur, andere Regeln. Und zwar, wenn ich hier Regeln meine oder sage, dann meine ich ungeschriebene Regeln. Es geht hier um ungeschriebene Regeln einer Kultur, die in der einen Kultur genauso selbstverständlich sind, wie in der anderen Kultur andere Regeln genauso dort selbstverständlich sind und ein Brechen dieser Regeln erhebliche Folgen haben kann. Denken wir an Dinge wie Blickkontakt, Körperkontakt. Ist das eine Kultur, wo man sich sehr oft berührt oder wo man eher körperliche Distanz hält und die Berührung vermeidet? Mir fällt hier Großbritannien ein, eine Kultur, wo man sehr stark den körperlichen Kontakt vermeidet, und Brasilien, wo man sich sehr viel berührt, umarmt, Küsschen gibt und so weiter. Ja, also Körperkontakt, Blickkontakt sind nur zwei Beispiele von vielen, dass in einer anderen Kultur eine andere Regel gilt und ein Brechen dieser Regel ein fürchterlicher Fauxpas sein kann. Wenn also ein Brasilianer nach England geht und genauso dort die Menschen umarmt und anfasst und so weiter, würde das nicht gut ankommen. Das ist also das Problem. Andere Kultur, andere Regeln. Und jetzt haben wir aber auch internationale Geschäftsbeziehungen. Und diese internationalen Geschäftsbeziehungen erfordern, dass wir mit den Regeln der anderen Kultur klarkommen, um dort anzukommen. Denken wir zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, Beispiel Geschäftsanbahnung mit China, also mit einem chinesischen Unternehmen meine ich damit. Na, das sei das konkrete Problem. Und jemand aus Zentraleuropa, sagen wir aus Deutschland, soll jetzt nach China fliegen, um dort dieses Geschäft möglichst zum Abschluss zu bringen. Und um das Ganze noch ein bisschen dramatischer zu machen, sagen wir, es geht hier um ein Volumen von mehreren Millionen. Und diese mehreren Millionen sind für das Unternehmen durchaus sehr, sehr wichtig. Nur ist China eine andere Kultur, man kann sagen eine andere Welt. Dort gelten ganz andere Regeln. Und jetzt kommt es darauf an, dass derjenige, der jetzt aus Deutschland dahin fliegt, sich
in diesem fremden Terrain sicher bewegt und nicht ins Fettnäpfchen tritt. Ja, darum geht es beim interkulturellen Coaching. Die Regeln der anderen Kultur zu erkennen und sich dort entsprechend zu verhalten. Ja, also Ziel, Erkennen anderer Regeln. Ja, wir müssen einfach erkennen, dass das, was wir als selbstverständlich erachten, dort überhaupt nicht selbstverständlich sind, aber andere Dinge selbstverständlich sind. Und sicheres Auftreten in der fremden Welt oder in der fremden Kultur. So, und wenn derjenige so weit gecoacht ist, dass er weiß, wie er sich in bestimmten Situationen verhält, zum Beispiel kann es sein, dass er zum Abendessen eingeladen wird und wieder tauchen eine ganze Menge Fragen auf. Bringt man dort ein Geschenk mit? Wenn ja, wie wird dieses Geschenk verpackt? Muss man es verpacken? Wenn ja, wie? Wem überreicht man das Geschenk? Dem Hausherrn oder der Ehefrau? Ja, alles Dinge, für die es in der fremden Kultur Regeln gibt und wo man ins Fettnäpfchen treten kann. Bringt man vielleicht Blumen mit? Wenn ja, welche Blumen? Und welche Blumen sollte man nicht mitbringen? Ja, wie ist das mit Blickkontakt? Wie ist das mit Handschlag oder andere Begrüßung? Wie ist das mit Verbeugung, die vielleicht erwartet wird? Alles Dinge, die man kennen und können muss und trainieren muss, ehe man, um diesen Großauftrag zum Abschluss zu bringen, nach China fliegt. Das ist also interkulturelles Coaching. Und der Coach sollte von seinem Profil her, der sollte in beiden Kulturen zu Hause sein. Dann ist er ein guter Coach. Ja, jemand, der zum Beispiel geboren wurde aus einer Verbindung zwischen einem Deutschen und einer Chinesin oder einem Chinesen und einer Deutschen. Ja, und der vielleicht in China eine Weile gelebt hat und dann in Deutschland eine Weile gelebt hat. Das wäre jemand, wenn der dann auch noch die Fähigkeit zur Selbstreflexion hat und die anderen Qualitäten, die ein Coach haben muss, wäre ein Mensch, der geeignet wäre, dieses Problem zu lösen, dieses Coaching zu machen. Also der Coach sollte möglichst in beiden Kulturen zu Hause sein und er sollte auch gewisse Dinge üben. Ja, beim interkulturellen Coaching kommt es nicht nur auf irgendwie Theorie an und so weiter, sondern man sollte gewisse Dinge auch üben. Ja, zum Beispiel die Verbeugung, die im asiatischen Kulturkreis ja eine große Rolle spielt und in welchem Winkel man sich verbeugt und solche Dinge. Ja, das spielt alles eine sehr, sehr große Rolle und hier kann man sehr viele Fehler machen. Ich will noch ein Beispiel geben, wo interkulturelles Coaching sehr wichtig ist, um nochmal die Unterschiede zu erkennen. Beispiel, man unterscheidet abschlussorientierte Kulturen und beziehungsorientierte Kulturen. Was heißt das? Bei einer abschlussorientierten Kultur tritt die persönliche Beziehung in den Hintergrund. Es geht darum, einen Deal zu machen. Und da ist die Geschäftsanbahnung auch relativ kurz. Während bei einer beziehungsorientierten Kultur immer die Regel gilt, Beziehung kommt zuerst. Zuerst mal will man den anderen kennenlernen, und zwar gut kennenlernen, um zu wissen, ob das jemand ist, mit dem man Geschäfte machen möchte. Das heißt, wenn man mit einem abschlussorientierten Vorgehen in eine beziehungsorientierte Kultur geht, dann rennt man vor die Wand.
Ja? Man muss also diese Regel kennen und verstehen. Und China ist eine beziehungsorientierte Kultur. Japan ist eine beziehungsorientierte Kultur. Dort kann es Wochen und Monate dauern, wo man an dem Aufbau von Beziehungen arbeitet und auf gar keinen Fall mit der Tür ins Haus fallen darf, was man bei einer abschlussorientierten Kultur durchaus darf. Ja, Deutschland ist eher eine abschlussorientierte Kultur. Ja, da kann man nach relativ kurzer Warmwerdephase kann man sagen, ich habe hier ein wirklich sehr gutes Angebot für Sie, während man das bei einer beziehungsorientierten Kultur auf gar keinen Fall machen darf. Ja, da dauert es Wochen, manchmal Monate, bis man das überhaupt und das sehr dezent und vorsichtig ins Spiel bringen darf. Und das muss der Coach wissen. Ja, der muss also in beiden Kulturen wirklich zu Hause sein und muss den Gecoachten wirklich einweisen, dass er diese ungeschriebenen Regeln versteht. Okay, das soll genügen. Das ist also interkulturelles Coaching. Wie könnte man in einem Satz sagen? Es ist das Trainieren der Selbstwahrnehmung für andere Regeln in anderen Kulturen. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.